Ja, Augen. Ja. Verderben den Brei. Was nehme ich jetzt falsch, Daniel? Warte mal, ich glaube, manchmal brauchst du die hier dran und da dran. Du musst da eigentlich an beide Schienen dran machen. Hier, wir hängen von hier. Gut, dass du dich raushältst. Ja. Wo viele ein Wunder. Herzlich willkommen bei Humpel Solution, der Kanal wird unterstützt von Bayer Baustoffe. Und heute geht es um eine innenliegende Schiebetür im Trockenbau. Und wie das aufgebaut wird, haben wir zwei gerade entschieden, da wir das ja nicht gelernt haben, Trockenbau. Ist da doch mal. Hallo! Ihr seid so gemein! Das kriegt ihr alles. Aber was du kannst, ist den Karton aufmachen, oder? Aber Karton kannst du doch gut aufmachen. Nee, ich trinke Kaffee. Da du deinen Kaffee schon getrunken hast, musst du jetzt quasi den Karton aufmachen. Es gebührt dir die Ehre, die Tür aufzumachen. Die ersten Schritte dieser Tür in diesem Video zu zeigen. Ja, dann mach ich das mal. Er hat nur hochgetragen, also. Ich habe auch hochgestellt. Ja. Er hat sich quasi darum gerissen. Nee, ja. Der hat sich gedrückt. Der hat lieber seine komischen Leisten hochgeschleppt, die er noch nicht mal verarbeitet. Kommt mit. Späteres Video. Es geht quasi um den Putz hier auf der Baustelle. Und ich habe schon mal für René schon mal Zeug besorgt. Weil das Wetter ist gerade nicht so bombe. Die sitzen gerade, stehen gerade auf Europa. Und wenn es doch mal heißt, es regnet den ganzen Tag, kommen sie halt eher einfach hier schon mal an, Schienen zu setzen. Wir haben Eckschutzschienen für Außenkante Mauerwerk. Und dann halt die Anputzleisten, die dann hier ansetzen werden. Wie das funktioniert, erklärt euch dann schon mal, erklärt bei René. Ja. Ja. Aber aus dem schönen Beiwerbeutel. Wo Putzband für René drin ist, ne? Hier, Putzband, Formelbro. Hab ich ja noch was für die Jungs. Jens? Hopp. Für dich. Wahnsinn. Dankeschön. Ah, der ist Torhüter. Der hätte Dollar werfen können. Ach, der steht nur im Tor beim Fußball. Mhm. Der geht, sag dir mal, der geht zum Training, damit stellt er sich bloß ein Tor. Das kannst du ins Training nennen. Nein! Aber nicht! Das ist gar nicht Enrico! Das ist Manuel Neuer. Guck mal, es gibt schöne Laschen hier zum Aufmachen. Dann kannst du das nämlich hier aufmachen. Und so. Schau mal. Guck mal an. Ich mal erst Zeugnis. Ich will gucken, wie das aussieht. Hier. Ich brauche mehr Bauch, damit ich die Tasse abstellen kann. Das stimmt. Ja, und hier so ein. Nimmst du das wie Regalsystem? Ja. Guck mal, eigentlich ist es ganz einfach. Ja. Da brauchst du nicht mal eine Anleitung für. Das ist wie bei einem Schwerlastregal. Mach's gut, schönes Wochenende. Du machst nämlich jetzt falsch, Daniel. Warte mal, die Klappe. Mach ich gar nicht. Ich sag dir so, wie es ist. Du machst es verkehrt. Zack. Und dann stellst du das ins Profil rein, dann wird das befestigt. Die hast du links und die hast du rechts. Und dann ja, Daniel. Du brauchst die erst, die kommt vorher dran und dann kommt die rein. Wenn du mal hier bist, nimm dir die Zeichnung und guck mal. Aber das hier für CW75 ist und wir haben aber 100. Genau. Alles kein Thema. Ja, machst du quasi dicker. So rein. Ja, und dann kommt das hier so rein. Aber er will ja nicht auf den Schirm. Weil das muss da anliegen und dann hast du hier diese Öffnung drin. Und die Öffnung, wenn du das hier mal ranguckst. Guck, die Öffnung muss genau hier so runter. Dann brauchst du das Hämmerchen und dann. Ja, du hast jetzt die Stückchen, die weißen, die hier laden. Wie? Drinne alles, ich hab nichts draufgeräumt. Na doch, du hast. Die weißen Abstandshalter, die brauchen wir jetzt dazwischen. Sind die Zähne da? Ach, die? Ah, ja. Das ist ja bei der Festung. Das ist wie Verpackungsmaterial. Ja, das ist aber hier. Ich will das Bett so weggeschmissen. Ich will es noch. Riechen gar nicht. Was? Riechen nicht von der Breite her. Weil die sind nur 7 mit der Breite. Ach, sieh, das ist für 75. So ist 10. Siehst du? Krass, hä? Scheiße, du! Das war die Hey, du Hunger, das brauch ich jetzt noch nicht! Das ist Schiene, das kommt oben drauf. Nein, das ist die Wandschiene für dort. Dann ist es der. So, guck mal! Hier ist der Meter. Sehr gut! Sehr gut, hä? Und da hinten, was? Ja? Du könntest da aber die mal aufmachen, das ist nämlich die Deckenschiene, die Decke, die oben drauf kommt. Ah? Ei! Sie! Wir sind doch das Wasser gleich mehr, oder? Aufgemacht. Hallo? Dann guckst du dir mal an. 5 Euro für den, der aufgrund dieses Videos die Tür zusammenbauen kann. Hallo. Wir haben mitgebracht, ich sag ja mal 5 Liter Wi-Fi. Maschallah Indien, Bruder.
Okay, schreibt uns mal in die Kommentare, was Marsala ist. Eigentlich total easy. Wasser kochen. Ich mach das auf. Lass den Mühe dran. Wir füllen das jetzt auf. Bist du füllen hier? Ja, dann brauche ich nicht. Dann rühren wir das um. Ganz wichtig, Deckelchen wieder drauf machen. 5 Minuten warten und dann geht's los. Jetzt, wo fertig ist, können wir Deckel abreißen. Nehmen einen Löffel, rühren nochmal um. Und somit ist es fertig. Und Jens, wenn du Bock drauf hast, mit dem Code HOME-YOUTUBE sparst du 10% auf den gesamten Einkauf bei Wildfood. Also, dass das schmeckt. Aber Vorsicht, ist wirklich schön scharf. Ja, aber angenehm scharf. Ja. Nicht zu scharf. Nee, angenehm scharf. Ja. Guten Appetit. Und ja, bis gleich wieder. Also ich. Ich. Warte. Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken. Da müssen noch mal so eine Dinger da sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann brauchst du die hier dran und da dran. Also die musst du eigentlich an beide Schienen dran machen. Ja, hab ich aber nicht. Siehst du. Ist gut, dass du dich raushältst. Ja, ja. 3 Mann, das war Wahnsinn. Der macht auch alle die Brille öffnen, aber gehen trotzdem so nah ran, ne? Ist auch dunkel hier. Das ist aber auch irgendwie gefühlt normal. Aber du siehst noch gut, ja. Hier guckst du noch gut? Ja, du bist ja von Rand zu Rand. Hier, der ist ja 100 jetzt. Das ist ja jetzt der 100. Du schiebst hier eine Lage selbst noch bestimmt ein. Guckst du? Meine Hase? Ja, dann machst du dreimal beplanken oder was? Nein, und die zweite Lage geht hier drüber. Ja. Dann haut das hin. Du schiebst eine Lage hin. Eine geht drüber. Und eine geht drüber. Ja, du, wenn du dort 100 Profile liegen hast? Du sitzt ja mit dem Profil hier drinnen. Daniel, das Profil steht hier drinnen. Darf ich es dir mal zeigen? Und damit das Ganze nicht. Ja. So, wir stehen hier innen drinnen. Ja, das, so steht es bestimmt klar. So. Die eine Lage, die ist hier dran, ja? Innen drinnen. Und die eine geht vor. Nee, passt aber halt passt trotzdem nicht. Passt trotzdem. Nee. Ich wollte gerade sagen, du wirst die Palme beplanken. Da ist das halt. Da hat es ja nicht hin, das ist eine 75er. Guck mal, das war Bild 5. Bild 6 wäre dann. Guck mal, die haben hier vorne. Guck mal, und das ist Bild 7 und Bild 8. Ja, aber guck mal, Bild 6, Bild 7. Sexy? Bild 6? Komm, Bild 6. Wo ist siehst, du, siehst du aber nicht die Abstandshalter drauf? Siehst du das? Das sehe ich schon. Und die haben bloß hier hinten die Abstandshalter gemacht? Also gibt keinen Sinn. Lass uns doch erstmal den Rahmen hier zusammenbauen, das U. Ja, können wir machen. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Baut ihr jeden Tag so eine scheiß Tür ein, ne? Mhm. Aber auch die, die jeden Tag mit Trockenbau zu tun haben, sind dann mit so einer Tür gefordert. Weißt du, wann ich das letzte Mal die Tür reingebaut habe? Weißt du jetzt, was das ist? Was ist Farbe? Ich werde durchkommen. So. Also jetzt muss ich ja den Endständer jetzt hier irgendwie hinstellen. Nee, kannst du das jetzt mal auf den Dach machen, den Endständer wird später. Und das ist ja das, was vorne hinkommt. So, dann ist das hier jetzt. Das ist schön gemacht. Ja. Dann kommt das. Und rein. Ja. Na, hier musst du dann was zusammenschrauben. Wir sind wieder vorgegeben. Dann nehmen wir nochmal das Stichmaß. Das haben wir hier unten. Meter 1. Das haben wir hier oben. Meter 1 passt eigentlich. Jetzt oben festschrauben. Ja, mach das schon. Du hast hier einen Meterriss. Ja. So. Wenn du hier einen Meterriss hast, brauchst du ja noch, musst du es ja noch. Das musst du. Dann, wir müssen das auch die 17 Zentimeter oder 16, wie es noch ist. Ja. So, wenn wir jetzt auf die Seite gehen, ja? Profile 100 und nicht auf. Wenn ich auf den Seiten bin, wo drauf steht Profile 75, ja? Ja. Ja. Dann sehen wir hier das ganze Konstrukt, wie wir es bauen müssen. Hier sehen wir die ganz kurz einfach beplankt, doppelt beplankt. Ja? Weil wir haben ja dann hier später noch 150. Dann drehen wir dieses Blatt. Wahnsinn. Und dann sehen wir, für ein 100er Profil müssen wir die Platten, ja, die an diesem Teil dran sind, einmal abschrauben und um 180 Grad drehen, damit wir quasi nicht von den 80er, dass wir dann auf die 100 kommen quasi. Weil das gibt es dann später noch für Profile von 100 auf 125, denke ich, oder wenn ihr die gleiche Anleitung habt. Das heißt, einmal hier rum, die hier, ja, schrauben wir ab, drehen diese und dann passt das hier rein. Und dann
wie vor uns schon von einigen vermutet, kommt bloß an den hinteren diese Teile dran. Alle. Alle. Mega. Krasses Ding. Ja, Augen. Ja. Verderben den Brei. Das Video nennen wir, wenn der Türeinbau schief geht. Aber die Tür trotzdem gerade steht. Ja, guck mal. Hier steht, wie das einbauen muss. Und das frisst so. Also, so. Bleib ein bisschen drauf. Na, hab ich noch gehabt. Das ist ja unten. Das ist unten. Schau so. Unten. Das ist auch 55. Wenn du von 100 auf 125 gehen willst, aber das ist das gleiche Prinzip. Das, ich denke, die werden nur eine Anleitung drucken. Ich sag ja, es ist wie Ikea-Schränke zusammenbauen. Erstmal bauen und dann. Oh, Scheiße, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich hab ja noch ein Brett übrig. Schreibt es in die Kommentare. Anleitung ist was für Anfänger. Stimmt oder stimmt nicht? Achso, das machen die jetzt, ne? Die Jungs? Das haben wir schon mal gemacht. Wir fangen unten an und die Profile kommen wie rum dran? Genau, das ist schon so ein Transformator. Macht doch Sinn, weil hier halt die Schraube besser wegen. Schön ist ja, wir beide haben das erste Mal so eine Tür ein. Aber wenn wir das nächste Mal die Tür einbauen, dann wissen wir dann, wie es funktioniert. Geht dann schneller. Du musst hier wieder das Distanzstückchen, hier hinten passt das. Die kommen hier reingeschraubt. Irgendwas hinstellen. Das ist ja an sich schon mal ein kleines Gerüstchen. Und dann hoffen, dass er in der Luft stehen bleibt. Ja, den muss festgemacht werden. Den müssen wir jetzt nicht festmachen. Ich muss jetzt auch noch ein Holzstück rein machen. Packen wir das mal so hin, dass das hier vorne bündig ist? Nee, du musst die Seite bündig nehmen. Also, Daniel, die Seite. Die Seite muss bündig sein. Ja, dann müssen wir. Oh, hier stinkt's. Rutsch mal rüber. Oh, hey, Daniel. Das machen wir hier. Blech weg. Und hier ist Blech weg. Dann kannst du nämlich, wenn der hier nämlich steht, kannst du den ausrichten. Kannst du den nämlich schon mal auch festkrimpern. Ja, das hat er ja eh gemacht. Den hätte ich jetzt bündig da oben festgekrümmert. Das ist auch kreis. Bündig nicht, weil du musst hier reinstecken können. Das ist ja trotzdem das Kreis alles. Genau, das heißt, hier drüben müssen wir es jetzt wegschneiden, dass wir das gerade reinstellen können. Das gerade reingestellt werden. Genau, dann kannst du das nämlich festkrümmern, kannst du anzeichnen, kannst du das machen. Ja, und kann man schon festkrümmern. Das ist dann das hier, ja, das ist das Archiv. Ist irgendwann. Bleibt die Kante, wie eine Kante ist hinter dir? Nee, die muss so. Nee, nee. Die mit dem Mauer. Nein, da kommt noch der Heizkreisverteiler, da kommt noch ein Gipskarton, ein Kartonkoffer rum. In unserer Maschine. Wollen wir Winkel dran halten? Ja, das ist auch, ja, wollte ich machen. Was du denn Winkel? Ja. Mach mal die Seite. Ja. Sehr gut. So. Dann schneiden wir das jetzt runter. Kloppen das um, dass es da ein Messing drin liegt. Und dann haben wir aber die zwei Seiten schon mal. Und dann gucken wir mal fix mit dem Laser, wo wir rauskommen. Weil ich habe gestern mit ihm besprochen, dass hier unten 15 Zeit.